Ein letztes, etwas größeres Update hat Battlefield 2042 bekommen und damit auch ein Dead Space Event. Mit Patch 7.4 kam das Ganze ins Spiel und wir gehen mal so ein bisschen darauf ein und auch auf weitere Dinge, die jetzt noch Battlefield 2042 betreffen. Anfangen möchte ich ganz gerne mit den Änderungen von Patch 7.4. Es ist jetzt nicht, wer weiß wie viel, aber man kann ja trotzdem mal kurz drüber sprechen. Es gibt Balance Changes an Fahrzeugen, allerdings kaum Nennenswertes, außer beim Nightbird. Hier ist die Sicht in Third Person mit der Kamera näher am Fahrzeug, das heißt, man hat weniger Sicht, man ist ein bisschen mehr eingeschränkt bei dem, was man sieht. Mehr Geschwindigkeit, wenn man mit der Nase runtergeht, das heißt, man bekommt dann quasi einen Geschwindigkeitsbonus oder einen Boost. Und eine Air-to-Ground-Missile reicht jetzt, um einen Nightbird vom Himmel zu holen. Vorher waren es immer zwei, jetzt reicht eine und das Ding ist Geschichte. Der ein oder andere YouTuber bzw. Battlefield-Creator wird sich deswegen jetzt wahrscheinlich sehr aufregen. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Und dann geht es noch weiter mit ein paar Fixes für Waffen und die S-Raw, also der neueste Werfer, der jetzt zuletzt mit ins Spiel gekommen ist, der wurde nochmal ein bisschen angepasst, indem man sagt, der bekommt weniger Zoom, das heißt, man zoomt nicht ganz so stark rein, wenn man auf irgendwas zielen möchte, und er bekommt ein größeres FUV, das heißt ein größeres Field of View, das heißt, man hat mehr Sicht, während man dieses Teil ausgerüstet hat. Kommen wir zum Dead Space Modus. Das ist ein 4-Spieler PvE rundenbasierter Modus und hier sollen bis zu 4 verschiedene Gegnertypen existieren, habe ich zumindest gehört, und es handelt sich wieder um diese Geister, diese Ghasts, also Zombies wahrscheinlich. Die Spieler müssen durch 8 Sektoren kämpfen und Objectives abarbeiten, bis sie an einem Aufzug angekommen sind, beziehungsweise an einem Fahrstuhl, an dem können sie dann extrahieren und haben das Ganze in Anführungsstrichen überlebt. Und hierbei soll es sich um einen Survival-Modus handeln. Für mich klingt das alles, ja, mehr nach dem, ich sag mal, Zombie-Modus von Call of Duty, nur dass der Zombie-Modus von Call of Duty natürlich wesentlich besser ist. Also versteht mich nicht falsch, ich begrüße neue Modi und dass sie sowas testen wollen und ausprobieren und so weiter und so fort. Aber bei sowas frage ich mich dann immer, warum machen die das erst jetzt und warum sollte man so einen Modus spielen, wenn man Black Ops 2 Zombie-Modus spielen kann oder darüber hinaus andere Zombie-Modi von Call of Duty. Also es gibt einfach andere Spiele oder andere Modi in anderen Spielen, die das Ganze 100-mal, wenn nicht 1000-fach besser machen. Und ja, das ist dann wieder so dieses, so 0815 mal eben so einen Event-Modus reingehauen. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist ja, dass der Spaß hier offensichtlich nicht unbedingt im Vordergrund steht. Und darauf gehe ich jetzt gleich nochmal ein. Zuallererst möchte ich ganz gerne noch darauf eingehen, dass die KI der Zombies immer noch scheinbar strunzdumm ist. Also so wie die agieren in diesem Modus, das sieht halt wieder so aus, als hätte man sich da kaum Mühe gegeben. Der Modus selber läuft vom 9. bis zum 16. Juli, dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Und jetzt möchte ich ganz gerne auf diesen Aspekt mit Spaß steht nicht im Vordergrund eingehen. Ich finde es immer schade, und das sieht man auch hier wieder im Rahmen vom Dead Space Event, dass es immer alles auf einen Shop hinausläuft. Und in diesem Shop muss man reingehen und diese Skins aktiv kaufen, um sie spielen zu können. Das heißt, wer diesen Dead Space Skin haben will und sagt, ich möchte jetzt wirklich so dieses Dead Space Feeling haben, indem ich diesen Zombie-Modus mit diesem Skin spiele, der muss das Ganze wieder kaufen. Und das ist halt irgendwie schade. Statt DICE mal gönnt und jedem Spieler erlaubt, diesen Skin zumindest kostenlos über die Dauer des Events nutzen zu können und am Ende dann vielleicht sagen zu können, ja okay, jetzt kaufe ich mir den, damit ich den permanent habe, steht am Ende halt einfach wieder nur Geld verdienen an erster Stelle. Und das ist wieder so schade. Und das ist einfach der falsche Weg und setzt ebenso, meiner Meinung nach, falsche Signale an die Spieler. Es sollte immer heißen, Players first. Aber das gilt hier nicht. Und wir wissen alle, warum. Das ist immer das Geld, was irgendwo Priorität hat. Vor allem bei einem Spiel, was jetzt nicht mehr unbedingt supported wird, um natürlich irgendwo das Geld nutzen zu können für weitere Produktionen oder was auch immer. Stattdessen kann man wieder einen Waffenanhänger freispielen, eine Spielerkarte mit einem Titel, herzlichen Glückwunsch, macht super Spaß, das alles freizuschalten und vor allem wofür. Und dann gibt es noch einen Skin für die MP28, die sowieso kaum einer spielt. Wow, DICE, Dankeschön für eigentlich wieder gar nichts. Und dann das Ganze aber im Shop mit einem 2400 Battlefield Coin Bundle anzupreisen, mit diesem Dead Space Skin und weiterem, ist echt schade. Weil wenn man das Ganze mal umrechnet, das sind schon wieder über 20 Euro. Und das alles wieder nur, damit man am Ende den Skin im Modus spielen kann. Oder ich meine natürlich auch darüber hinaus, aber gerade für diesen Modus wäre es halt echt eine schöne Geste gewesen, einfach mal zu sagen, 2 Wochen lang oder eine Woche lang für dieses Event spielt einfach alles, was dazugehört. Und wir sehen das ja auch, alles was zuletzt oder in den letzten Wochen ins Spiel gebracht wurde,
neben vielleicht hier und da Mini-Balance-Änderungen, auch zum Beispiel an dem Bomber, der ja auch sehr viel Shitstorm bekommen hat, sind halt ausschließlich oder fast ausschließlich kosmetischer Natur. Das heißt, immer wieder Shop-Updates mit neuen Skins, neuen Cosmetics, alles soll gekauft werden, Geld da gelassen werden. Das ist einfach kein gutes Zeichen, was ihr da von euch bringt. Aber was soll man dazu sagen? Man kann nur hoffen, dass sie es im nächsten Teil besser machen. Und apropos nächster Teil besser machen, Delta Force. Ich habe jetzt immer noch keinen richtigen Key bekommen und weiß auch immer noch nicht, ob ich jetzt bei diesem Playtest dabei bin oder nicht. Ich weiß aber, dass es gestern und heute, meine ich, einen technischen Playtest gibt. Also der eigentliche soll am 18. Juli stattfinden. Dazu habe ich, wie gesagt, immer noch keinen Key und immer noch keine exakte Aussage, wie das Ganze funktionieren soll. Falls ich da doch nicht teilnehmen kann, dann tut es mir leid. Ich hätte euch gerne einen Eindruck gegeben. Ich hoffe auch weiterhin, dass das irgendwie noch funktionieren wird. Aber bis jetzt nicht wirklich was dazu gehört. Aber es gibt schon erstes Gameplay und das sieht sehr, sehr, sehr stark nach Battlefield aus. Der Deploy-Screen und alles, was ich da bisher gesehen habe, das sieht so nach Battlefield aus. Alles schreit danach. Ich glaube, ich werde dazu auch nochmal ein separates Video machen. Ich will jetzt hier nicht zu viel auf Delta Force eingehen. Grundsätzlich, was ich bisher gehört habe, unter anderem von Infinity, Gruß geht raus, ist, dass das Spiel sich nach 3 Jahren Battlefield, beziehungsweise 2 bis 3 Jahren Battlefield 2042, jetzt schon besser gespielt hat, scheinbar, was so Performance, Netcode und Hit Registration und so weiter angeht mit dem Gunplay, als Battlefield selber. Ich kann dazu selber noch nichts sagen, das ist das, was ich gehört habe, aber es hört sich schon mal sehr positiv an. Und ich kann es kaum erwarten, selber mal zu spielen und diesen Eindruck bestätigt zu bekommen. Das wäre natürlich sehr schön, weil dadurch hätten wir wahrscheinlich endlich mal einen guten Ersatz für Battlefield, bis dann der nächste Teil rauskommt. Und eventuell wird der ja dann hoffentlich endlich mal besser als das, was wir jetzt zuletzt geliefert bekommen haben. Außerdem möchte ich ganz gerne noch auf eine andere Sache eingehen. Und zwar hat BenBit seinerzeit ja mal eine umfangreiche Umfrage gemacht mit sehr vielen Fragen, die aber auch wirklich wichtig sind. Also wirklich die wichtigsten Fragen gestellt. Nicht immer so dieses, ja, wie wahrscheinlich ist es in der Skala von 1 bis 10, dass du das Spiel irgendeinem Menschen dritten Grades Verwandtschaft irgendwie empfehlen würdest. Wer stellt solche Fragen, Alter? Und egal. Auf jeden Fall, die richtigen Fragen wurden gestellt und bei BenBits Umfrage, der hat das Ganze erstmal nur auf Deutsch gemacht, später dann auch auf englischsprachigem Raum, auf englischsprachigem Raum, in Englisch. Und am Ende des Tages waren es knapp 6500 Menschen, die diese Umfrage ausgefüllt haben. Und nach so einer Anzahl kann man wirklich schon sagen, dass man da einen Trend rauserkennen kann. Und er hat ein Video dazu gemacht, zu den Ergebnissen seiner Umfrage. Ich zeige das hier mal ganz kurz rein. Wenn ihr möchtet, auch bei ihm gerne mal ein bisschen Support da lassen. Und Gruß geht auch an der Stelle an BenBit raus, falls er das Video sehen sollte. An sich auf jeden Fall sehr interessant zu sehen und ich bin sehr froh, diese Ergebnisse zu sehen, weil ich anhand dieser Ergebnisse erkenne, dass die Hoffnung nicht gänzlich verloren ist. Also wenn ich sehe, was sich die Spieler wünschen, was deren Lieblings-Battlefield ist, worauf es für sie ankommt, dann habe ich das Gefühl, dass die Mehrheit immer noch einen gemeinsamen Nenner hat. Und das ist eigentlich sehr schön zu sehen. Die einzigen, die das jetzt noch verstehen und begreifen und umsetzen müssen, ist DICE. Also, bitte, macht ein geiles Battlefield. Endlich mal wieder. In diesem Sinne versuche ich in den nächsten Tagen noch ein Delta Force Video rauszubekommen. Ich kann noch nicht versprechen, wann das rauskommt. Ich gebe mein Bestes. Und ich denke mal, spätestens nach der ersten Augustwoche wird es da wieder ein bisschen mehr Kontinuität geben und wieder frequentierter Videos. In diesem Sinne sehen wir uns gerne im nächsten. Macht's gut, bis dann und rein. Und wie immer, ciao, ciao.